In diesem Video möchte ich über Funktionen ohne Namen sprechen, sogenannte anonyme Funktionen, und genauer über Arrow Functions, Pfeilfunktionen. Das ist etwas relativ Neues in JavaScript. Anonyme Funktionen gibt es schon länger und das ist so ein Puzzlestück, das dir noch fehlt, das aber sehr nützlich ist. Bevor ich sage, was eine Arrow-Function ist, muss ich etwas ausholen und ich tue dies anhand dieses Beispiels. Ich habe ein ganz kurzes HTML-Dokument ohne Stylesheet. Es hat nur einen Tag, der hier gerendert wird, nämlich dieser H1-Tag. Du siehst, dass die Farbe in regelmäßigen Abständen ändert und das liegt an dieser Set-Interval-Funktion. Die hat den Callback ChangeColor, das ist der Name einer Funktion, die weiter oben definiert ist. Und das Argument 1000 sorgt dafür, dass alle 1000 Millisekunden die Funktion ChangeColor, also dieser Callback, aufgerufen wird. Die Funktion selber, die ist hier oben definiert, das heißt Function ChangeColor. ChangeColor ist der Name der Funktion. Sie hat keine Parameter hier in dieser Klammer, also es braucht keine Argumente. Und der Funktionskörper besteht nur aus einer Zeile, nämlich wird hier ein HTML-Element namens myHeading, also es gibt eine Variable, in die ich mit QuerySelector dieses H1-Element gespeichert habe. Das hat die Eigenschaft Style und das hat wiederum die Eigenschaft Color. Und da weise ich einen Wert zu, nämlich einen HSL-Wert. Und das sieht vielleicht etwas kompliziert aus hier, aber es ist eine Zeichenfolge, HSL, Klammer auf, eine Zahl und dann 100%, 50%. Das ist ein Farbwert. Und die 100% und die 50%, 50% ist das Licht, der Lichtwert. Wenn der ausgeglichen ist, dann ist das die volle Farbe. Wenn es 100% wären, wäre es weiß. Und wenn es 0% wäre, wäre es schwarz. Die 100% stehen für die Sättigung, das ist die Farbintensität. Und der erste Wert, der hier aus diesem Dollarzeichen geschwungenen Klammerkonstrukt evaluiert wird, das ist eine Zahl zwischen 0 und 360. Und 360 Einheiten sind es, weil diese Zahl steht für einen Farbwert auf dem Farbkreis. Also wenn ich hier den Inspektor öffne und schaue, was hier effektiv dann gemacht wird, so sieht das aus. Diese Codezeile auf Zeile 15 führt dazu, dass es hier ein Style-Attribut gibt, das gesetzt wird mit dem Wert Color. Und das HSL wird sogar noch in einen RGB-Wert umgerechnet. Das ist etwas unglücklich. Ich hatte gehofft, dass ich hier eine 1:1-Übersetzung kriege. Aber zu fest ins Detail müssen wir nicht gehen. Also wenn du noch nie HSL-Farben verwendet hast, dann probier es doch aus. Das ist diese Funktion und die wird aufgerufen jede Sekunde, jede 1000 Millisekunden wegen dem Namen dieses Callbacks hier. Jetzt möchte ich zuerst eine anonyme Funktion zeigen. Das ist eine Funktion, die keinen Namen hat. Und das sieht so aus, ich kann hier diesen Namen löschen. Und dann bleibt nur noch die Klammer übrig. Jetzt hat die Funktion keinen Namen mehr. In JavaScript spricht man dann von anonymen Funktionen. In Python gibt es das auch. Dort heißt es Lambda. Also so geschrieben. L-A-M-B-D-A, wie der griechische Buchstabe. In JavaScript heißt es anonyme Funktion. Und eine anonyme Funktion können wir dann einsetzen, wenn wir die Funktion nur ein einziges Mal benötigen und nicht von verschiedenen Orten ansprechen müssen. Wenn ich an verschiedenen Orten in meinem Code einen Funktionsaufruf machen möchte, dann brauche ich einen Namen, auf den ich referieren kann. Und eingesetzt wird das dann so, hier zum Beispiel lösche ich den Namen des Callbacks, ich mache mal Platz, damit das klarer ist, und dann kann ich diese Funktion hier unten einfügen. Das nehme ich hoch und hier mache ich das ungefähr so. Und jetzt siehst du, dass das Ganze wieder funktioniert.
alle 1000 Millisekunden wird eine Funktion aufgerufen und der Funktionsaufruf, der funktioniert so, dass ich hier direkt die Funktionsdefinition als Argument habe. Also ich kann als Argument eine Funktion übergeben. Oder besser gesagt, also wir müssen vielleicht unterscheiden, ich übergebe nicht den Funktionsaufruf, das würde nicht funktionieren, weil die Funktion sofort ausgeführt und evaluiert würde und das Resultat würde dann als Argument übergeben, aber ich gebe die Funktionsdeklaration als Argument der Set-Intervall-Funktion und das funktioniert dann gleich, wie wenn ich einen Callback, also nur einen Namen einsetzen würde, der dann auf eine Funktion zeigt. Also das ist eine Art Vereinfachung und das nützt mir immer dann etwas, wenn ich die Funktion nur ein einziges Mal verwende. Ich brauche diese Funktion, um sie mit Z-Intervall zu verknüpfen, aber sonst brauche ich das in meinem Code nicht. Also warum nicht gleich in die Z-Intervall-Funktion hineinschreiben? Das kann den Code vereinfachen, weil du musst dann nur an der Stelle schauen, wo du das wirklich benötigst. Wenn es noch kürzer ist, manchmal ist es nicht einmal nötig, dass das auf mehrere Zeilen zu schreiben. Manchmal kann es dir auch helfen, aus mehreren Zeilen eine einzige zu machen. Ich nehme das jetzt noch einmal runter. Und was es jetzt auch noch gibt, das sind diese Arrow-Functions, das ist noch eine weitere Vereinfachung. Also so eine anonyme Funktion, das gab es schon lange in JavaScript, aber erst in den letzten Jahren mit Aktualisierungen des JavaScript-Standards ist eine weitere Vereinfachung dazugekommen, die du kennen solltest, weil sehr häufig in Tutorials wirst du das antreffen, wenn du auf eigene Faust etwas erforschst. Und dazu gehe ich jetzt noch einmal zurück, ich mache noch einmal den Schritt über die Funktionsdefinition, die ich vorhin hatte, als sie noch benannt war. Es gibt eine weitere Vereinfachung und um die zu zeigen, muss ich vielleicht zuerst diese Funktionsdefinition anders schreiben, weil wie so oft gibt es in JavaScript nicht nur eine Möglichkeit, etwas zu tun, sondern mehrere. Ich kann eine Funktion auch anders definieren und zwar indem ich eine Variable deklariere. Ich mache es mal mit let und sage let change color gleich function. Also ich weise die anonyme Funktion einem Namen zu, einer Variable und das funktioniert genau gleich wie wenn ich function change color schreiben würde und dann den Funktionskörper, also so wie ich das bis jetzt gezeigt habe. Also ich kann eine Variable nehmen und ihr eine Funktionsdefinition zuweisen, eine anonyme und dann ist sie eben nicht mehr anonym, sondern hat einen Namen. Und das wurde jetzt weiter vereinfacht und zwar kann ich statt Function zu schreiben, kann ich zuerst die Klammer schreiben und dann ein Gleichzeichen und ein größer als Zeichen und das sieht eben aus wie ein Pfeil und das funktioniert auch. Also diese Umschrift mit dem Pfeil, das ist das gleiche wie eine anonyme Funktion, das Wort Function, das Schlüsselwort Function fällt dann weg. Und auch das kann ich jetzt wieder total anonymisieren, indem dass ich das so schreibe, jetzt ist es wieder eine anonyme Funktion. Übrigens könnten natürlich in dieser Klammer jetzt irgendwelche Funktionsparameter oder Argumente stehen. Das ist also erlaubt. Hier brauche ich keine. Und dieses Konstrukt kann ich jetzt wiederum, wie vorhin die anonyme Funktion, die mit Function geschrieben war, kann ich hier anstelle des Callbacks einfügen. Auch hier mache ich mal eine neue Zeile, damit ich mir das mit meiner Tastaturbelegung, ich benutze hier ein Vim-Plugin, heißt es, ich mache alles mit der Tastatur, da muss ich immer aufpassen, dass ich die Zeilen nicht kaputt mache. Füge ich das hier ein und du siehst schon im Hintergrund, das funktioniert wieder. So.
Also das läuft. Statt des Callbacks kann ich hier die Funktionsdeklaration einfügen und ich kann es direkt mit dieser Arrow-Geschichte machen. Es gibt hier noch weitere mögliche Vereinfachungen, und zwar, das ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil theoretisch könnten hier noch Argumente drinstehen, und wenn es nur eines hat, dann kann ich die Klammer weglassen. Das ist eine Vereinfachung, und eine weitere Vereinfachung, die möglich ist, ist, dass ich die geschweiften Klammern weglasse, wenn ich nur eine Codezeile habe. Also wenn ich die weglasse und jetzt da hinten auch noch, dann müsste das weiterhin funktionieren. Also hier dieses I ist natürlich sinnlos, weil ich übergebe kein Argument, darum schreibe ich die Klammer wieder hin. Aber wenn der Funktionskörper aus nur einer Zeile besteht, dann kannst du die geschweifte Klammer weglassen. Und es ist hier eine relativ lange Zeile, das ist nicht besonders schön, aber ich könnte vielleicht hier das wegnehmen und einfach durch Console.log ersetzen, damit es kürzer wird. Und jetzt habe ich hier eine Klammer zu viel. Ah nein, habe ich nicht. Jetzt ist es relativ kurz. Und aha, ich habe Anführungszeichen um Math Random. So, jetzt wird jede Sekunde eine Zufallszahl in die Konsole geschrieben. Also hier siehst du, es braucht nicht unbedingt die geschweiften Klammern um den Funktionskörper, wenn es nur eine Zeile ist. Aber wenn es mehrere Zeilen sind, oder wenn es eine sehr lange Zeile ist, wie hier, dann macht es wahrscheinlich Sinn, hier Umbrüche einzufügen. Hoppla. Also in der Regel wird es so gemacht, die geschweifte Klammer wird geöffnet, dann kommen die Codezeilen und dann wird die geschweifte Klammer geschlossen was dann noch kommt, auf diese Zeile geschrieben, oder wenn auch das lang ist, dann wird auch hier noch einmal ein Umbruch gemacht.